Hallo Leute, ja, Freunde der guten Unterhaltung, hier ist wieder euer Sluxy und heute spielen wir Earthworm Jim. Eines der besten und kranksten Spiele, wie ich finde, fürs Super Nintendo. Option. Der Sound ist der Hammer. Normal. Difficult. Practice. Wir bleiben bei normal. Und ich würde sagen, es geht sofort los. Mal schauen. New Junk City. Neue Müllabfallstadt. So. Für alle, die es jetzt fragen. Was ist das? Ganz einfach. Earthworm Jim ist ein Regenwurm. Ja, genau, dich meinen wir. In einem Raumanzug. Und dieser Anzug, dieser Superkräfte und man kann, wir können schnalzen, wir können springen, dann können wir noch unseren Kopf ganz schnell drehen, dient als so eine Art Helikopter und ballern wie eine Sau können wir auch noch. Dieses Spiel ist so krank, also es ist echt... lass mich bloß in Ruhe, verdammt! Was ist das für ein Hund? Na warte. Dem habe ich es gegeben. Die Peitsche ist so geil. Ja, hier hängt ein Kühlschrank und eine Kuh. Stirb! Cow Launch. Ah, ich liebe dieses Spiel. Nein, eben mal getroffen. Diese Dinger sind Energie. Hund des Todes. So, ich versuche noch ein paar Waffen zu sammeln. Da glitzert's. Ach. Ja. Und schon haben wir eine neue Waffe. Beziehungsweise unsere aktuelle Waffe wird aufgestockt. Jetzt an dieser Gondel. Wow. Die Waffe sah doch heiß aus. Komm, die will ich. Na. Nein! Kann sich nur um Stunden handeln. Oh, verdammt. Was mache ich denn? Ist da eben der Hund hinterher geflogen? Ja. Jetzt müsste ich erst die Superwaffe verballern, bevor ich wieder den normalen Schuss auswählen kann. Bisschen doof gemacht, aber... Na gut. Muss ich eigentlich lang? Ah, ich muss hoch zu dem Hund. Ausgepeitscht. Ist viel. Sag mal. Hilfe. Stirb. Na. Komm ich da hin? Moment. Ich glaube nicht. Ach, verdammt. Ich will diese Waffen. Egal, weiter geht's. Ich will hier nicht verhungern. Gut, wieder eine Waffe. Und ein nerviger Rabe. Lass mich in Ruhe. Ich will da hoch. Wow, Waffendepot? Na komm her. Mistviecher. Oh, Sole mio. Verzieh dich! Ja, hier kommen uns Pylonen. Fischgläser, Armaturen und sonstiges Gedöns entgegen. Und ein Savepoint. Wichtig, ganz wichtig in diesem Spiel. Ich meine mich zu erinnern, dass hier noch ein Hund kommt. Nee. Okay. Verdammter Rabe! Verzieh dich! Energie.
Ich hoffe. Dann halt nett. Bin da irgendwie zu blöd für. So, weiter geht's. Habt ihr kein Zuhause? Boah, verdammt, da ist er. Hund terminiert. Wie viele gibt's denn von denen? Okay, weiter geht's. Geheimgang? Das wusste ich noch mit Elch. Nee, gut. Aber hier. Abgang. Scheiße. Weiter geht's. Yippie! Ein Leben! Oder wie ich sag, ein Up. So, Abkürzung. Morning, morning, morning. Ach du Facke. Was das? Oh, fuck. Ein Mülleimer auf Rädern. Na super. Er darf mich bloß nicht erwischen. Oh, wo schieße ich denn hin? Jim, dreh dich um. Oh, Gott sei Dank, er ist weg. Very cool. Naja, so cool war das jetzt auch nicht, aber immerhin habe ich es überlebt. Ja, ein Fuffi-Leben. Weiter geht's. Leck mich, ehrlich, leck mich. Die zwei will ich. Komm, die krieg ich. Yeah. Yippie. Continue, machst du. So. Boing. Und schon sind wir beim ersten Boss. Ein Fettsack auf einem Halbmond, Hänge, Liftstuhl, der Fische kotzt. Jo. Und mittels dieser Hebetechnik schießen wir ihm Kisten an den Arsch. Hier gleich die nächste Freund. Alter, nein. Der geil. Hast du alles noch nicht genug? So, der finale Gong, komm. Nein, er lebt immer noch. Oh. Jetzt macht er den Abgang. Und wir holen aus dem Nichts unsere Rakete und fetzen weg. Wunderbar. Ja, mehr ist dem nicht hinzuzufügen. Get ready! So, das ist ein Rennen mit unserem Erzfeind, der Krähe. Und, ach ja, hier gebe ich Gas, genau. Wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich gegen die Krähe kämpfen. Das war ein Turbo. Und wenn ich dabei noch eine gewisse Anzahl an Blubberbläschen einsammle, bekomme ich ein Continue sogar spendiert. Das sieht aber nicht gut aus. Oh Gott, was mache ich? Ein bisschen anstrengend, Slugsy. Jetzt aktiviere ich meinen Gefrierblock, um die Krähe zu stumpen. Nein, das war nix. Mit Hilfe dieses Blocks. Ach du Heiliger. Abgedrängt. So, weiter geht's. Komm schon. Ich gewinne das. Zur Not habe ich nochmal Eisblöcke. Mit denen kann ich auch die Steine wegbomben, wenn sie mir zu nahe kommen. Na, der war schlecht. Ich habe nur 45 Bälle, ob das langt. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. Gut, das war der erste Level. Wir melden uns gleich wieder. Genau, Jim, alles klar.